Hallo und herzlich willkommen bei Dekoli. Schön, dass ihr wieder reinschaut in unserer Gesundheitswoche. Wir haben den Viren und allem, was da draußen rumkreucht und fleucht, den Kampf angesagt und wollen unser Immunsystem stärken. Dazu gibt es heute einen Hot Shot. Also Hot Shot, ja, lasst euch überraschen. Es ist wirklich Feuer hinter, würde ich sagen. Ihr braucht diese Zutaten hier. Wir haben 100 Gramm Ingwer, 500 Milliliter Apfelsaft, wahlweise auch gerne naturtrüb. Dann haben wir frisch gepressten Zitronensaft, das sind nochmal 100 Milliliter. Wir haben 40 Gramm Honig und eine Prise Chiliflocken. Da könnt ihr auch gerne Cayennepfeffer nehmen oder eine frische Chilischote. So wie euch der Sinn steht und wo ihr Lust drauf habt oder was ihr noch zu Hause habt. Also, wieder sehr wenig Zutaten, alles frisch. Ich liebe es, wenn wir es frisch zubereiten. Und das Rezept geht auch total simpel und einfach wieder. Denn als allererstes zerkleinern wir unseren Ingwer. Oh, ich habe meine Waage noch an. Die brauchen wir nicht. Das habe ich schon abgewogen vorher. Den Ingwer zerkleinern war so 3 Sekunden Stufe 8. Das war es ja schon. Das geht ja mal so schnell. Ja, Wahnsinn, ne? Schaut euch das an. Ratzfatz zerkleinert. So, das Ganze schieben wir jetzt ein bisschen auf den Boden, ne? Denn das wollen wir ja gerne in unserem Hotshot haben und nicht am Rand. Hier hängt noch was am Deckel, das darf auch mit rein. Sehr schön. Der schwierigste Teil liegt sozusagen hinter uns. Jetzt kommen die ganzen anderen Zutaten einfach mit in den Mixtopf. Apfelsaft und Zitronensaft. Also wie gesagt, wenn ihr es könnt, presst den gerade selber frisch aus, wenn ihr Zitronen da habt. Das ist ja wirklich Optimum. Hot, short. Meine Chiliflocken, meine Schafen. Und dann natürlich der tolle Honig. Der ist wirklich nicht nur lecker, sondern sehr gesund. So. Und ihr spart euch vor allen Dingen Zucker, falls ihr es süß mögt. Das war's schon wieder. Wir pürieren das Ganze jetzt wieder so eine Minute auf der Stufe 10, also volle Power, dass wir da unseren Shot ganz schnell genießen können. Das war's, unser Hot Shot ist fertig, also unsere Power fürs Immunsystem. Da reicht also wirklich auch ein Gläschen am Tag. Ich fülle das jetzt in meine Karaffe um. Ihr hebt euren Hot Shot im Kühlschrank auf und könnt den so jederzeit, habt ihr den Griff bereit, wie bei allen anderen Sachen auch, kurz vorher durchschütteln oder so, ne, schwenken ein bisschen, dass es sich gut wieder verrührt. Einen müssen wir natürlich probieren, ne? So. Lecker. Riecht auch schon ganz gut. So, das heißt, wenn ihr also den Kühlschrank habt, entweder in der Flasche und schüttelt die durch oder so, rührt ihr das halt ein bisschen um. Weil ihr werdet natürlich dadurch, dass wir ohne irgendwelche Zusatzstoffe arbeiten, wird sich das natürlich eventuell ein bisschen absetzen. Das spricht aber nur für die Natürlichkeit, also überhaupt kein Manko. Das ist unser Hotshot. Ihr könnt natürlich total gut die Mengen halbieren, wenn euch das zu viel ist. Also bei uns geht es immer, wie gesagt, ganz gut weg. Und ich möchte euch ja diese Woche, unsere Gesundheitswoche, mal zeigen, was ihr für Möglichkeiten habt. Einfach wirklich was für euer Immunsystem zu tun. Die wirklich harten unter euch machen noch eine Knoblauchzehe mit da rein. Dann habt ihr noch mehr von dem Immunspektrum. Das ist auch sehr lecker, aber das ist dann auch schon langsam gewöhnungsbedürftig. Ich probiere jetzt mal unseren. Hossa. Ja.
Da steckt Bums hinter. Also wer scharf mag, wird es lieben. Davon trinkt ihr jeden Tag ein kleines Schnapsgläschen. Ich denke, das ist nichts für Kinder. Also nicht, dass es nicht gesund wäre für Kinder, aber das ist zu scharf. Also das ist was für Mama und Papa. Also das werden eure Kinder nicht trinken. Das ist wirklich sehr, sehr scharf. Oder ihr nehmt die Schärfe raus, indem ihr die Chiliflocken weglasst. Aber ich glaube, da gibt es andere Rezepte. Haben wir ja die Woche. Da machen wir ja jeden Tag was, die geeigneter sind für Kinder. Das würde ich also keinem Kind geben. Es sei denn, ihr habt halt schon so große Racker wie ich. Also die können dann schon selber entscheiden, ob die das haben wollen. Bin gespannt. Ah, es riecht sehr gut. Es schmeckt sehr gut. Es ist wirklich, hat Feuer und Bums dahinter. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Das kann zum Beispiel auch euren Kaffee morgens ersetzen. Euch wird innerlich richtig schön warm und vor allen Dingen in dieser Kombination putscht es auch so ein bisschen auf. Also jetzt nicht wie Koffein, aber tatsächlich bringt es den Kreislauf und alles richtig in Schwung, wenn ihr so ein Schnapsgläschen voll trinkt. Und von daher könnt ihr damit super in den Tag starten und ihr bleibt gesund. Das ist doch super, eine tolle Kombination. Ich freue mich auf eure Kommentare, wie ihr das Getränk gefunden habt. Und wie eure Familie, was eure Familie dazu gesagt hat. Ansonsten bleibt bitte, bitte gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Da freue ich mich schon drauf. Bis dahin, ciao, eure Daniela.